Unsere Währung Euro ist leider seit der Einführung de facto ja, ein Dauerpatient, so könnte man es nennen, auf der Intensivstation. Ist schon tragisch, denn gegenüber dem Edelmetall Gold musste unsere Währung seit 1999 unglaubliche 87% Verlust hinnehmen. 87%. Ja, doch der Verfall des Euros offenbart natürlich auch die Stärke des Goldes. Und das Edelmetall eilt dieser Tage interessanterweise von Allzeithoch zu Allzeithoch. Und in der Palette der Anlageoptionen ist Gold so etwas wie ja, der Langstreckenathlet, der immer unauffällig im Hauptfeld mitläuft und am Ende zur Überraschung durchaus doch ja, die Medaillenränge erreicht und auf dem Treppchen steht. Wer übrigens Gold über die vergangenen 10 Jahre hielt, kommt ja in Euro gerechnet auf eine umgerechnet ca. eine Rendite von mehr als 7,2%. Das ist für einen Vermögensschutz, der eigentlich die Funktion des Goldes ist, das eigene Portfolio zu diversifizieren, zu stabilisieren, schon sehr beachtlich. Fakt ist aber auch, dass auf Basis einer länger anhaltenden Rückschau des Edelmetalls im Vergleich zu anderen Anlageklassen nicht immer ganz so spektakulär das Gold eben abgeschnitten hat, wie in den letzten 10 Jahren, wie Sie hier übrigens auch im eingeblendeten Schaubild nochmal sehr, sehr gut erkennen können. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte des Goldes im Kern eine Geschichte auch der Beständigkeit. Denn seit Menschengedenken hat es seinen Wert faktisch behalten. Während hunderte Währungen, wie bereits ja eingangs auch schon mal angesprochen, gekommen sind und letztendlich auch wieder letztendlich verschwunden sind. Und das hängt in erster Linie natürlich mit der Entwicklung unseres nicht gerade gesunden Geldsystems oder Finanzsystems zusammen. Der Euro etwa ist 25 Jahre nach seiner Einführung mehr oder weniger ja zu einer Weichwährung verkommen oder ja, aber auch das Verbot der monetären Staatsfinanzierung ist in den verschiedenen Krisen der vergangenen 15 Jahre der schnellen Symptombekämpfung dann auch leider zum Opfer gefallen. Und die komplett aus dem Ruder gelaufene Staatsverschuldung von Südländern wie Italien, Frankreich oder Griechenland wird nach einer Modernisierung des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakets ja, jetzt flexibler ausgelegt. Das heißt im Umkehrschluss nichts anderes, als dass die Mitgliedsländer weiter haushalten können wie bisher, während die EU sie aus der Verantwortung entlässt, zur Stabilität und nachhaltigen Wirtschaften zurückzukehren. Das erhöht mittelfristig aber auch die Gefahr natürlich, dass sich eine überdurchschnittlich hohe Inflation oder heimtückische beständige Inflation im System etabliert. Wer sich statt der Preiskurve Gold in Euro ja den inversen Chart Euro in Gold mal anschaut, der Papierwährung satte 87% Verlust seit 1999 bescheinigt, dem dämmert, wie sturmfrei der Euro in Wahrheit geschossen ist. Ja? Insofern ist die glänzende Bilanz des Goldes in den vergangenen Jahren vor allem ein Misstrauensvotum gegenüber der Politik und den Notenbanken, die in Krisen den eigentlichen erforderlichen schmerzhaften Anpassungs- und Reformprozesses ausgewichen sind, indem sie ja, mit immer mehr Geld, ja, Papiergeld wird laufend gedruckt und zugeschüttet haben. Ja. Und die Versuchung, natürlich Geld aus dem Nichts zu schaffen, hat die Währung entwertet und die Angst vor der heimtückischen angesprochenen Inflation einmal mehr verstärkt. In einer solchen Landschaft wird das Edelmetall natürlich zum Zufluchtsort für sehr, sehr viele besorgte Sparer und Anleger, die sich nach Stabilität, verständlicherweise Sicherheit und auch Freiheit sehnen. Übrigens liegt in den USA und dem gesamten Währungsraum des Dollar, in dem der Goldpreis festgestellt wird, sind die Schwierigkeiten oder Herausforderungen ähnlich. Denn die öffentliche Verschuldung steigt immer schneller und hat sich natürlich allein seit Jahresbeginn um weitere 500 Milliarden Dollar von 34 auf 34,5 Billionen Dollar, ja, muss man sich mal vorstellen, erhöht. Ja. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt entspricht das bereits einer Quote von satten 120%. Nur Japan ja, und Italien haben laut dem Internationalen Währungsfonds noch höhere Schuldenwert. Also kein Wunder, also, dass die gesamten Papiergeldwährungen ein wachsendes Vertrauensproblem mittlerweile haben.
Die großen Zentralbanken handeln dementsprechend und haben in den vergangenen Jahren natürlich Goldkäufe auf Rekordniveau auch getätigt. Und zwar, weil ihnen das Edelmetall in Zeiten zunehmender geopolitischer auch Spannung, die wir ja leider erleben, ein Maximalmaß auch an Freiheit zusätzlich bietet. 5 bis 10%, das ist übrigens meine persönliche Meinung, des eigenen Vermögens, ist durchaus sinnvoll, auch mal in Gold zu investieren oder investiert zu sein, dürfte daher aber auch weiterhin für mein Dafürhalten auch wirklich kein Fehler sein. Zwar ist auch der Goldpreis zuweilen gewissen Schwankungen natürlich auch unterworfen, doch eine Welt, in der dieses dauerhaft deutlich fehlt, scheint nicht in Sicht. Wenn Sie an dieser Stelle übrigens mal erfahren möchten, selber, ja, welche weiteren Investments gerade im Bereich der Diversifizierung, wenn es um Geldanlage geht, in der aktuellen Zeit den bestmöglichen Schutz überhaupt vor dem möglichen auch Euro aus und der hartnäckigen Inflation mal bieten, dann lege ich Ihnen ganz persönlich mal meinen kostenfreien Online-Investment-Workshop nahe. Und zwar findet der jetzt am Donnerstag, den 21. ab 19 Uhr live via Zoom statt. Dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen über den eingeblendeten Link, der auch nochmal hier unter diesem Video in der Videobeschreibung zu finden ist, können sich einen der begehrten Plätze mit einem Gratis-Ticket sichern. Also handeln Sie, ne, denn es lohnt sich immer, up to date zu sein. Und passend zu bereits angesprochener Notenbankpolitik habe ich in diesem Zusammenhang auch mal ein aktuelles Video zur gefährlichen Vorreiterrolle auch der EZB mal mit veröffentlicht, dass ich ihn auch hier links entsprechend nochmal eingeblendet habe. Schauen Sie auch gerne dort mal vorbei. Also, freue mich riesig, wenn Sie am Donnerstag, dem 21. um 19 Uhr mit dabei sind im Investment Workshop. Und bis dahin, ja, wünsche ich Ihnen alles Gute. Freue mich auf ein Wiedersehen im Workshop. Ihr Klaus Hoppe.